finde es ja fast sympathisch, wenn so leichte Kritik vom Kollegen Amon an der Bundesregierung an sich durchschwingt, weil das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass das Parlament ein bisschen selbstbewusster auftritt und auch die Regierungsparteien, ihre entsprechende Regierung auch ein wenig kritisieren. Ich hoffe, das bleibt doch so, das finde ich sympathisch, weil was klar ist, dass wir hier in dieser Situation viel zu langsam vorangehen. Und der Herr Bundeskanzler hat recht, wenn er sagt, es muss hier mehr Tempo gemacht werden. Und auch mir ist bewusst, dass das nicht so einfach geht, insbesondere in einem Europa, wo 28 Regierungschefs dann entsprechend versuchen, ihre nationalstaatlichen Interessen durchzusetzen. Aber Fakt ist auch, dass es viel zu langsam geht. Und wenn wir das Treffen der Innenminister diese Woche anschauen, wo wirklich de facto nichts rausgekommen ist, wenn wir sehen, dass das, was wir vor 2 Monaten ausgemacht haben, nämlich, dass wir 160.000 Flüchtlinge entsprechend verteilen und davon ungefähr 150 bis jetzt auch entsprechend verteilt worden, dann sehen wir, es ist viel zu langsam, was hier passiert, und wir müssen schneller vorangehen. Und wir wissen, dass wir bei ganz wesentlichen Dingen schneller vorangehen müssen, nämlich wenn es darum geht, dass wir eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik machen und dass wir ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf die Reihe bringen, wo es auch gemeinsame und gemeinsam finanzierte Erstaufnahmezentren an den Außengrenzen entsprechend gibt. Weil was nicht sein kann und was auch klar ist, solange es 28 unterschiedliche Asylverfahren in der Europäischen Union gibt, wird jeder Flüchtling natürlich in das Land gehen, wo die Anerkennungsquote höher ist. Und wenn die Anerkennungsquoten momentan zwischen irgendwas bei 4% in der Slowakei, 40% in Österreich und irgendwo weiter 80% in Schweden sind, ist es nur ganz logisch, dass die Flüchtlinge sich immer auf den Weg machen werden. Und deswegen brauchen wir gemeinsame europäische Regeln, weil sonst werden wir das auch nicht in den Griff bekommen. Der Herr Bundeskanzler hat gestern im Hauptausschuss gesagt, Griechenland wird das nicht alleine schaffen. Das ist allen bewusst und allen ganz klar. Wir wissen, ob der menschenrechtlichen Situation auch in Griechenland und wieso es keine Dublin-Rückschiebungen schon seit Jahren nach Griechenland gibt. Und genau deswegen müssen wir auch hier stärker und schneller vorangehen, weil die gemeinsamen Hotspots oder Erstaufnahmezentren, die uns für Ende November versprochen wurden, es ist jetzt Mitte November, auch wenn die Temperaturen was anderes suggerieren, aber Fakt ist, in 2 Wochen sollen die stehen und es ist weit und breit von denen nicht zu sehen. Und die brauchen wir aber so dringend, weil wir nur so entsprechend auch weiter tun können. Was auch klar ist, und da müssen wir auch schneller vorangehen, ist, das sind die Rückführungsabkommen. Wenn wir ein gemeinsames europäisches Asylsystem haben wollen, dann muss auch klar sein, der kein Asyl bekommt, dass man den zurückbringen kann in seine Heimatländer. Und wenn Pakistan es diese Woche sagt, dass wir das jetzt einseitig aussetzen, dann werden wir hier auch massiv mehr Zeit investieren müssen, damit das auch funktioniert, weil auch das ein wesentliches Problem ist. Ich glaube, die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Türkei ist ein wichtiger Punkt, aber was hier auch klar sein muss, ist, dass man von einem Land, das immer noch der Europäischen Union beitreten will, klar und mit aller Vehemenz einfordern muss, dass die menschenrechtliche Situation so nicht sein kann, dass Grundrechte wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit nicht mit Füßen getreten werden dürfen, weil das ja auch dann am Schluss irgendwann mal die Flüchtlinge betrifft und auch für die menschenrechtliche Situation in der Türkei dann entsprechend negativ da sein wird. Und deswegen finde ich es ein wenig zynisch, wenn man gleichzeitig, wie der Kommissar Hahn gestern, einerseits einen Rüffel ausspricht in Richtung Türkei und dann umgekehrt auch darauf hofft irgendwie, dass die Türkei in Zukunft alle Probleme für uns lösen wird. Da gefällt mir persönlich der Außenminister, der das als scheinheilig bezeichnet hat, wesentlich besser, weil das ist auch ein Fakt. Und wir können nicht einerseits sagen, so geht es nicht, sondern andererseits uns abputzen und hoffen, dass die in Zukunft alle Probleme für uns lösen werden, nur weil wir ihnen entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Klar ist, und das ist ein wesentlicher Punkt, wir müssen es endlich schaffen, legale Einreisemöglichkeiten in die Europäische Union zu schaffen. Wir wissen alle, Zäune führen dazu, dass Menschen andere Wege suchen. Es ist jetzt schon mittlerweile so, dass offensichtlich Flüchtlinge sich wieder aus der Europäischen Union raus am Balkan bewegen, um dann über die Nordroute zu kommen. Zäune sind nicht die Lösung. Wir müssen legale Einreisemöglichkeiten schaffen. Und dann finde ich das auch einigermaßen zynisch, wenn momentan ein Entwurf der Regierung in Begutachtung ist, wo die einzige legale Einreisemöglichkeit, nämlich der Familiennachzug nach Österreich, verschärft werden soll. Genau das ist der falsche Weg. Wir müssen viel mehr hier tun, genauso bei Resettlement-Programmen. Auch das ist eine Möglichkeit, legal in die Europäische Union zu kommen, um Menschen nicht zuzumuten, dass sie über Routen kommen und entsprechend im Winter auch hier sich einer Gefahr aussetzen. Ich glaube, wir wissen alle, es ist genug zu tun. Und Fakt ist, das, was getan werden muss, muss schleunigst getan werden. Und glauben Sie mir, ich halte es für die Bundesregierung und vor allem für die Menschen, denen geholfen werden muss, für wesentlich sinnvoller, dass man sich heransetzt und versucht, diese Herausforderungen anzugehen und hier Lösungen zu schaffen, als sich andauernd über Wochen hinweg irgendwelche Unfreundlichkeiten über die Medien ausrichten zu lassen, wo am Ende nichts rausschaut. Setzen Sie sich hin, lösen Sie die Probleme, versuchen Sie sie zu lösen.
und lassen Sie dieses Klein-Klein, das da seit Wochen zwischen den Regierungsparteien stattfindet. Das bringt nichts, das hilft niemandem. Das war Nikolaus Scherak von den NEOS. Als nächste kommt die fraktionslose Jessi Lintl, früher Team Straunach.